Hallo Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Countdown Wii und es geht los mit Star Wars The Force Unleashed 2. Und ich habe muss ganz ehrlich sagen, ich habe den ersten Teil ja mal bei einem Freund angespielt. Gefiel mir auf der PS3 nicht ganz so gut, aber ich habe halt gesagt, ich gebe der Reihe noch eine Chance. Habe dann ja beim NMAC das Glück gehabt, dass ich halt das Muster für The Force Unleashed 2 bekommen habe. Hab's dann sogar an einem Stück direkt durchgespielt. Ich saß dann, glaube ich, von 11 Uhr bis 5 Uhr morgens dran und hab das in einem Stück gespielt. Und ich fand das Ende auch irgendwie ziemlich, ja, nicht schlecht unbedingt, aber irgendwie merkwürdig. Und auch das ganze Gameplay ändert sich nicht. Man rennt halt immer durch irgendwelche imperialen Anlagen, schlachtet der Reihe nach dann Droiden und eben auch Sturmtruppen ab. Und ich denke mir die ganze Zeit, man, da hättet ihr so viel mehr draus machen können, besonders mit Machtfähigkeiten, hätte man da ein echt tolles Action-Adventure rausmachen können, das vielleicht auch ein bisschen freiläufiger gewesen wäre und einfach nicht so linear. Also da hat man einfach mal wieder eine Lizenz in ein Spiel gesteckt, ein Lizenzspiel draus gemacht und eben gehofft, dass es sich gut verkauft. Aber einen dritten Teil gibt es ja bis heute nicht, also denke ich mal nicht, dass man da vielleicht sogar an The Force Unleashed 3 arbeitet. Kommen wir zu einem erfreulicheren Spiel und zwar zu Donkey Kong Country Returns. Das Spiel ist übrigens von den Retro Studios gemacht worden, die zuvor mit der Metroid Prime Reihe quasi Erfolge gezeichnet haben. Und Donkey Kong haben sie ebenfalls drauf. Ich muss sagen, ich finde es bei Donkey Kong allerdings sehr, sehr schade, dass man nicht mehr die Kremlings aus der Country-Reihe geholt hat, also aus den ersten drei Teilen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie in Donkey Kong 64 vorgekommen sind, habe ich leider nie spielen können. Und dann einfach so neue Gegner erfunden haben, die dann quasi die ganzen Lebewesen auf der Insel dann hypnotisieren. Und das war irgendwie ein bisschen unsympathisch, aber vom Gameplay her war es gut, weil man ja auch wirklich viele Ideen eingeflossen hat. Da gibt es zum Beispiel eine Welt, geht dann quasi gerade die Sonne unter, also der Abend ist in richtigem Abendrot getaucht und vorne ist alles schwarz und man sieht halt vorne immer nur schwarze Silhouetten herumhüpfen und das ist sehr, sehr wirklich schön, also wirklich stilecht. Und ja, auf jeden Fall, wer Jump'n'Runs mag und vor allem wer schwierige Jump'n'Runs mag, es gibt in der letzten Spielwelt, da gibt es so ein, zwei Levels, da habe ich so viele Leben gelassen, bestimmt 50 Stück in einer Welt. Und da muss ich sagen, das war mit dieser Fasssteuerung, da fliegt man quasi auf so einem Fass umher und muss dann Objekten ausweichen und irgendwelchen Steinen, die halt von oben runterbrechen, und einmal getroffen, das war's. Das finde ich sehr, sehr schade, da hätte man ein bisschen mehr rausholen können, aber wer auf sowas steht, der wird hier richtig gefordert, also bis zum Ende. Als nächstes kommen wir dann zu Super Mario All-Stars und jetzt denkt sich jeder, das Spiel kenne ich doch, und ja, das Spiel ist damals ja auch schon auf dem Super Nintendo erschienen und damals war dieses Spiel ja quasi schon eine Anhäufung von Remakes von älteren Teilen, also sprich zu Super Mario Bros., zu Super Mario Bros. 2 bzw. Super Mario Bros. Lost Levels, dann zu Super Mario Bros. 2 bzw. Doki Doki Panic bzw. Super Mario Bros. USA und zu Super Mario Bros. 3. Und alle vier Spiele machen eigentlich relativ viel Spaß. Vielleicht, okay, ich mache mit den deutschen Begriffen hier am besten, das ist einfacher für euch. Bei Super Mario Bros. 2, das ist ja eigentlich kein richtiges Mario-Spiel. Das war ja vorher Doki Doki Panic. Und man hat dann für den Westen, weil ja dort The Lost Level, soweit ich weiß, nicht erschienen ist, gesagt, gut, dann machen wir da noch einen zweiten Teil und wechseln einfach in einem Spiel die Gegner aus. Das hat man damals eigentlich mit sehr, sehr vielen Spielen gemacht. Ich habe allein letztens in der Endzone irgendwie ein Spiel gesehen, das gab es da mit Bugs Bunny, mit Hugo und mit noch irgendeinem Viech aus den 90ern. Und die Spiele sahen alle einfach gleich aus, man hat halt nur die Charaktere gewechselt und das war einfach Abzocke. Das gab es beim N64 mit irgendeinem Fußballspiel ja auch, hat man einfach nur das Cover geändert. Und das ist einfach Kundenverarsche. Aber hier jedenfalls, auf jeden Fall alle vier Spiele machen Bock, ganz besonders Super Mario Bros. 3, weil das ja einfach einer der Klassiker ist, weil es ja quasi auch der Vorläufer von Super Mario World war, was meiner Meinung nach noch einen Tacken besser war als Super Mario Bros. 3. Aber auf jeden Fall unvergessliche Klassiker. Und jetzt denkt jeder, warum packt man nochmal Super Nintendo Spiele auf eine Wii? Ja gut, wie ihr oben seht, 25 Jahre Super Mario.
Sprich, man hat das Event gefeiert und die ganze Box, also das ganze Spiel ist auch in der Box erschienen. Da war dann noch eine Soundtrack-CD und ein Artwork, nicht ein Artwork, ein Artbook bei. Aber dazu kann ich euch ja gerne mal noch ein nachträglichen Unboxing-Video machen. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es dann hier auch im Video verlinken. Und nebenbei, wenn ihr mich dann natürlich abonniert, bekommt ihr natürlich sofort Bescheid, wenn ich dann so ein Video gemacht habe. Würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ich mit eurem Abo rechnen darf. Als nächstes kommen wir dann mal wieder zu Harvest Moon und zwar diesmal zu Harvest Moon Deine Tierparade. Ja, ihr seht richtig, es gibt Giraffen und Löwen und Strauße in Harvest Moon. Ja, warum man das und Elefanten nicht zu vergessen, warum man das gemacht hat, ich weiß es nicht. Allerdings schienen den Machern irgendwie die Ideen hier auszugehen und anstatt mal irgendwie so ein wirklich perfektes Harvest Moon zu machen, also sprich mit einer hübscheren Optik als noch in A Wonderful Life und mit den Möglichkeiten aus dem Super Nintendo Abenteuer oder vor allem aus Back to Nature beziehungsweise Friends of Mineral Town, ja, muss man irgendwie immer wieder versuchen, da was reinzuquetschen, aber ansonsten ist es von der Aufmachung her wieder sehr putzig geraten, sehr ja, tiergerecht, könnte man schon fast sagen. Also ist auf jeden Fall wieder so ein schönes Farmspiel. Ja, Harvest Moon Fans werden sich das Spiel bestimmt sowieso gekauft haben. Ich fand es ja nicht so toll. Ich fand da Tree of Tranquility, also Baum der Stille, fand ich da schon etwas besser, aber auf keinen Fall kann man dieses Spiel als schlecht bezeichnen. Ja, zu guter Letzt kommen wir zu einem Spiel, was ich leider noch nicht gespielt habe, und zwar zu Indiana Jones und der Stab der Könige. Ich bin halt ein Indiana Jones Fan und wollte dann einfach mal da diesen Teil nachholen. Allerdings habe ich das Spiel noch nicht spielen können. Ich finde es halt toll, das ist auf jeden Fall eine Synchronisation mit Wolfgang Pampel, also der unter anderem auch hier Harrison Ford oder zum Beispiel Larry Hackman in der Serie Dallas gesprochen hat, dass er was aufgenommen hat. Und ich habe leider damals ein Video von der GamePro gesehen, also nichts gegen die GamePro ist super, ich habe die im Abo, aber die Synchronisation war halt nicht besonders gut, hat er irgendwie gesagt, ja, ich habe sie auch jetzt nicht, irgendwie so ganz komisch in dieser Form. Und ich kann da jetzt nicht so wirklich was zu sagen. Ich werde das Spiel auf jeden Fall mal zocken, werde vielleicht irgendwann mal eine Spielkritik dazu machen, wenn es mich dann irgendwie geflasht oder enttäuscht hat. Ja, werde ich dann vielleicht auch hier im Video verlinken. Dann bedanke ich mich, dass ihr auch bei dieser Ausgabe mit dabei wart. Und wenn ihr weiterhin Bock habt, dann sehen wir uns natürlich auch bei der nächsten Ausgabe wieder. Also, viel Spaß mit meinen Videos, abonniert mich, kommentiert die Videos und bewertet sie, empfiehlt mich weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!